Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei MXGP2 in der 19. Folge. Oder MXGP2, je nachdem wie man es sagen will. Wir machen uns jetzt auf nach Mexiko, wenn ich richtig liege. Ja genau, nach León, Mexiko. 1575 Meter lang, gemischter Untergrund. Das ist das vorletzte Rennen dieser MX2-Saison. In der 250 Kubikklasse muss das ja sein, wenn ich richtig liege. Wir sehen da schon auf dem Bild, wir sollten halt nach links starten, wieder von dem Gate aus. Aber erstmal schauen wir uns die Strecke hier in einer Qualifying-Runde an. Schauen, welche Platzierung wir uns rausfahren können. Ein Table als Zielsprung. Ja, zwei Hügel, sonst nur flache Kurven. Oh, da brauchen wir schon einen Sprung zu kommen. Oh, den man wohl nur mit der großen Maschine komplett schafft. Und hier schafft man ihn. Hat dann innen und außen mal. Okay, hier könnte man mit ein bisschen Technik wesentlich besser rüberkommen. Jawohl. Die Hüppe, also gleich mal rechts gehen, wieder ein Table, den könnte man schaffen mit richtig Schwung, der flach drüber, sehr viele Puppen, hier kommen wieder Sprünge, schafft man aber auch nicht ganz. Hier merkt man, die Strecke ist echt für die große Maschine ausgelegt. Wenn man den schön weit links springt, kann man da sogar ein Double draus machen. Oh. Jawohl, sauber genommen. Den schafft man wiederum nicht. Da fehlt ein bisschen der Schwung. Aber ich denke mal, unsere Zeit für die erste Position ist gar nicht mehr so schlecht hier. Mit 10 Sekunden Unterschied momentan. Gehen wir mal zurück zur Box. Zurück zur Box. Und begeben wir uns in die Rennsession. So. Ich bin ja mal gespannt, wie es dann in der großen MX-Serie ist. Und vielleicht nehmen wir zwischendurch erstmal die Stadium Series auf oder die MFX M On oder realen Events. Mal schauen, wie ich dazu Lust habe. Aber da ich das ja eh alles in Playlisten aufteile, außer bei der Stadium Series, weil das glaube ich nur vier Strecken sind, da packe ich da die große und die kleine Klasse in eine Playlist. Das sind dann 8 Videos. Also nicht sehr viel. Packe ich dann halt in eine Dings rein. In eine Playlist meine ich. Den Monster Energy FX On. Und packe ich da auch in eine Playlist. Die MX2-Serie, also Saison, und die MXGP-Serie, also Saison, packe ich halt in eine Playlist. Und die realen Events kommen, denke ich mal, auch in eine Playlist. Dann haben wir das schön strukturiert, so sah jetzt mein Plan aus. Ich dachte, es gab halt mehr Stadium Tracks, aber gibt es leider nicht. Aber wozu gibt es denn das Supercross Game? Ich denke mal, da wird es halt nur Stadionstrecken gehen. Da werden vielleicht auch, wenn es so selbstgebaute gibt, interessant. Wenn man die dann vielleicht auch mal zockt. Aber erstmal spielen wir das Game hier. Und ihr könnt euch das Ganze dann wirklich anschauen. So. Weil muss ich es ja erstmal rendern, schneiden. Und gut, schneiden braucht man hier nicht viel zum Glück. Und dann hochladen. Und für euch in die Playlisten packen, die halt
bereitstellen. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schwer, die Playlist zu machen und ein paar Videos hinzuzufügen. Warum? Wenn ihr natürlich MXGP3 oder so sehen wollt als normale Folgen und nicht als Zusatz, wie ich es dann nochmal sonst vielleicht irgendwann zwischendurch mal hochlade, wenn ich gerade mal ein bisschen Zeit habe, noch was anderes zu spielen und aufzunehmen, dann sagt mir das, dann kann ich das in meinen Uploadplan irgendwo mit einem Plan nach einem anderen geben, packen wir das dann mit rein und dann kommt das für euch exklusiv. Und wenn wir dann so, wenn es halt Strecken gibt, die andere Personen erstellen können, ich denke mal, das war ja wirklich beim Supercross-Game so, das könnten wir dann halt mal irgendwann vielleicht in den Livestreams packen, wenn ich mal welche mache, wenn wir ein paar Leute sind, die daran Interesse haben. Schön, zack. Oh. Ah, toll. Ich wollte gerade wieder reinziehen. Hat ja super funktioniert. Zweiter. Aber ich finde, die Strecke zieht sich ganz schön, ey. Ich weiß noch nicht, irgendwie finde ich diesen gemischten Untergrund ziemlich komisch und die Sprünge sind halt wirklich nur für die großen Maschinen oft gedacht. Den kleinen, da kommst du immer nah ran, schaffst du nicht, das ist immer etwas ärgerlich. So. Zack. Rüber. Schön. Oh. Da sind wir leicht ins Rutschen gekommen. Oh, hops, oder? Wie lang? Warum? Oh. Also Jonas, Tix hier kämpfen da. Der Jonas hat sich den dritten geholt von Tix hier. Ja, Tix hier, du musst dich ein bisschen mehr anstrengen, dass du da noch ein paar Punkte auf Höllings und sowas holen kannst, damit du vielleicht noch in der Gesamtwertung Dritter wirst. Aber so viele Rennen sind da leider ja auch nicht mehr übrig. Ist nur noch leider das hier und das nächste. Und da 20 Punkte zu holen gegenüber anderen könnte schwer werden, wenn du da nicht gerade ablieferst. Aber wir liefern ab, so wie wir das immer machen. Oder fast immer machen. Eine perfekte Saison sind wir zwar nicht gefahren, aber sehr nah an einer. Wir haben uns ja auch nochmal etwas verbessert. Und mal gucken, wie das mit dem Schwierigkeitsgrad ist. Wenn wir den vielleicht nochmal anpassen in der großen Serie. Ich glaube nicht, dass wir das noch etwas schwerer machen, weil wenn wir im Stadtgebiet mal hinten sind, ist das schon schwer zu schaffen, wenn wir vielleicht mal ein bisschen da beieinander und. Damit haben wir den ersten Sieg uns geholt. Sehr schön. So, weiter geht's im Text hier. So, zur Strecke. Und das zweite Rennen. Gucken, ob wir nochmal so einen guten Start hinkriegen. Ne, zu früh. Was? Ist ja zu früh. Gleich erholt sich den Hole Shot. Oh. Au. Da ist mir wer über die Beine gefahren. So, wir sind hier in den letzten Positionen, aber wir können uns hier außen an ein paar Plätzen vorbei mogeln. Weil die alle innen gefahren sind. Aber warum steht da so ein Ballon, Alter? So. Wir sind schon auf den 11. Platz.
können wir uns hier in. Ja, haben wir einen Platz wieder gut gemacht. Ja, hier muggeln wir uns durch die Mitte durch, gerade so. Dass der Jonas. So. Und dann Tix hier. Alter, Tix hier, du bist als Vierter gestartet und jetzt bist du weit abgeschlagen. Wir springen hier innen dran vorbei. Hörlings, Lieber und Geiger sind vorne. Wir kommen aber an den beiden schon easy vorbei und stürzen. Wir haben uns auf den zweiten vorgearbeitet und stürzen und sind jetzt wieder auf den neunten. Ärgerlich. Und das mache ich mal zurück. Hey, guck, jetzt war ich genauso und stürze nicht. Was war denn das für eine Logik? Jetzt sind wir wieder auf den sechsten. So. Da stürzen wir auch nicht, obwohl wir genauso rein sind. Total affig manchmal. So, da ist Lieber. Wir hauen hier einen ordentlichen Scrub raus, sind ein bisschen weit außen. Ein bisschen sehr weit außen. Alter, wie weit wir nach außen sind. Wir haben hier zwei Plätze aufgegeben, fast mehr. Ach du Heiland, wie schlecht war das denn? Wir ziehen hier innen an denen vorbei. Jawohl, zack hier rum. So, Lieber. Wer kriegt die Innenbahn hier? Wir beide anscheinend. Oh. So, Geiger und Hörlings. Ich klebe an euren Hintern. Boah. Da über die Kante etwas weggerutscht. So, Geiger. Komm. Honda gegen Kawasaki, nach vorne gegen die KTM, oder? Wenn ich richtig lege. So, Orange schon. Ja. So. Da haben wir uns gut an ihm vorbeigedrückt. Die KTM ist schon schnell, ne? Ich kann nicht sagen, dass eine KTM schlecht ist, aber ich kann dir sagen, dass die Kawasaki geiler ist. Allein die Farbe macht's aus. So, wir sind in der zweiten Runde auf den ersten Platz. Trotz Zerstörung dieser komischen Zielfahrt, die ich da gemacht habe in der letzten Runde. So, hier müssen wir eng lang, ey. Weiß nicht, wie ich es geschafft habe, überhaupt so weit nach da außen zu kommen. Schon wieder. Ganz schlimm. Katastrophe, ey. So, aber hier enger lang. Aber ein bisschen gerutscht, aber nicht schlimm. So. Ein paar Sekunden auf Hörlings. Sehr schön. Dann ein bisschen blöd über die Kuppe rausgekommen. Und den Sprung hier nicht ganz geschafft, aber naja. Kann halt nicht immer alles kriegen. So. Hier sind wir wieder relativ gut drüber. So. Oder weiter lang. Oh. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So. Zack. Wir sind sehr abgekürzt anscheinend, aber egal. Hab diesmal nicht gestört. So, vielleicht fahren wir in der MXGP sogar eine große Farmerwolz zu einer Mannschaft, wer weiß. Vielleicht suche ich mir da das Monster Energy Team oder so raus. So. Da geht's. Ja,
perfekt abgeschlossen. Anstie zweimal Zweiter auch. Da? Nee. Irgendwie anders auf jeden Fall. Aber er ist immer noch auf dem Zweiten. Dixie immer noch auf dem Fünften abgeschlagen. Ja, wieder 4300 ansehen. Wir gucken uns jetzt das Magazin an, wie immer. Nagel führt das Feld an, jawohl. Und gewinnt die GP mit Leichtigkeit. Die Rennen einzeln konnte Febre schlagen, nach dem zweiten Rennen zeigte er dann, was er drauf hat. Okay, sehr nice. Ja, wir sind weiter in der Spitze vor Hurling und Tixier. Also ist Hurling zweiter geworden. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir da ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann, abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis dann, haut da rein.